Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mein Waffelrezept für Proteinwaffeln, was ich öfters mal mache. Zuerst habe ich hier 90 Gramm Proteinpulver, in dem Fall von Biotech USA dafür genommen. 100 Gramm Mehl, 150 ml Milch und ein Ei. Das tue ich jetzt alles hier in die Schüssel und dann vermengt ihr es mit eurem Mixer, wenn ihr es nachmachen wollt. Und dann gebt ihr noch 100 ml Wasser so dazu. Dann macht ihr es unter eurem Mixer und lasst es erstmal eine Zeit durchmixen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr in der Zeit euer Waffeleisen holen und schon mal erwärmen, dass es gleich einsatzbereit ist. Dann kann man auch kurz den Dreck wegrollen. Jetzt kurz warten, bis der Teig fertig ist. Meistens warte ich dann mal 2-3 Minuten. Könnt ihr euch schon mal einen Löffel holen oder so, dass ihr halt den Teig von der Schüssel in die Maschine machen könnt. Und das sollte jetzt auch reichen. Ich empfehle euch vielleicht kurz dann, wenn ihr so ein Gerät habt, den Teig mixt, auch mal abzukratzen, weil das halt auch Teig ist, den ihr benutzen könnt. Ja, so einen kleinen Rest kann man dann auch danach waschen halt. Und dann, der Teig sieht in dem Fall so aus. Den geben wir jetzt in unser Waffeleisen. Ungefähr dieselbe Menge auf beiden Seiten geben, dass es ungefähr gleich groß wird. Klappen jetzt zu und warten eine Zeit. Deshalb könnt ihr euch zum Beispiel eine Teller rausholen, wo ihr dann die fertigen Waffeln drauf gebt. Jetzt würde ich jetzt auch mal 1-2 Minuten warten. Das Rezept ist auch sehr gut für den täglichen Bedarf an Nährwerten, denn es ist genügend Eiweiß drin, es ist durch zum Beispiel das Ei gesundes Eiweiß drin und durch Roggenmehl sind auch gesunde Kohlenhydrate enthalten. Aber ich mache jetzt kurz eine Pause und zeige euch, wenn sie dann fertig sind. Die Waffeln sollten mittlerweile fertig sein, schauen wir mal, wie sie geworden sind. So, seht ihr es, die ersten sind eigentlich recht gut geworden. Machen wir sie mal raus. Ich würde euch empfehlen, für so eine Maschine vielleicht so etwas zu holen, weil da recht gut ist, wenn irgendwas festklebt, um es gut rauszuholen. Jetzt werde ich dann einen Schnitt machen, am Schluss zeigen, wie viele Waffen rausgekommen sind. Jetzt mal schauen, ob die letzten Waffen fertig sind. Ja, sind sie.
Jetzt sind am Ende bei mir 8 Waffen rausgekommen. Mit dem Teil könnt ihr, je nachdem, weil die Waffen sind jetzt halt ein bisschen kleiner geworden, könnt ihr dann 6 bis 8 Waffen rauskriegen, je nachdem halt, wie ihr sie füllt. Und das Essen insgesamt hat mit den Inhaltsstoffen so zwischen 900 und 1000 Kalorien. Wenn ihr wollt, könntet ihr auch noch dann auf die Waffe zum Beispiel Erdnussbutter oder sowas drauf machen oder dann wieder auch Nutella. Aber das hat dann natürlich noch mehr Kalorien und ist in dem Fall zum Beispiel Nutella dann halt auch ungesünder. Aber das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Rezept mal ausprobiert habt, könnt ihr mal schreiben, wie es euch geschmeckt hat. Und tschüss.